Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute testen wir die Funke Petarden, Neuheiten von Funke und Tiger Bombs. Ich habe die noch nicht getestet, also wirklich jetzt zum ersten Mal auch mit einem Video mit euch. Und dann fangen wir einfach mal an mit den Funke Petarden. So. Die Petarden sind ja so eine Zwischengröße zwischen Pure Cracker und Abeller und wirklich top verarbeitet, wie immer. Also ich freue mich, wenn auf jeden Fall die Funke Böller mal als Pure Cracker rauskommen. Mal gucken. Jetzt mal die Petarden. Bin ich mal gespannt. Nice. Und gleich noch ein. Ja, schnipselt sehr gut. Und gleich noch ein. Ja, zack. Ja, schon geil. Und gleich die nächste. Ja, die sind schon gut. Wirklich sehr geil. Und jetzt kommen wir zu den Tiger Bombs. C-Böller. Also laut Funke unterscheiden sie jetzt nicht zwischen den Standard C-Böller, die letztendlich rausgekommen ist und halt. Das ist halt so eine spezielle Version, halt ein bisschen limitiert. Aber die sollen anscheinend halt gleiche Produktion sein. Aber letztendlich ein sehr, sehr geiles Label. Vor allem, wenn ihr oldschool ist, auf jeden Fall zu sehen. Und genauso das Label auf den Böllern ist das Tiger Bomb Label auch abgebildet. Geil, sehr, sehr geil. So, jetzt gucken wir uns mal die C-Böller Tiger Bombs mal an. Mal locken. Ja. Und dann machen wir gleich noch ein. Ah, der ist ausgegangen. Ja, der Boden ist lass. Also es hat nicht geregnet. Jetzt ist er zum Moment noch ein bisschen trocken, kein Regen, deswegen ein. Geil. Ach komm, machen wir noch einen. Zack. Schnipsel. Ist auf jeden Fall am Start. Geil. Wirklich geil. Und dann machen wir noch mal hier. Einmal Petarden und einmal noch mal C-Böller. Die Petarden sind auf jeden Fall sehr geil. Gut gelungen, wie immer. Schnipsel. Und noch mal die Tiger Bombs. Ah, das war so klar. So, und gleich nochmal. Sehr geil. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, kommentiert, wie ihr das Video findet. Und ihr wisst, ab dem 1.11. geht es dann los mit meiner Raritätenserie. Bis dahin, zieht euch auf jeden Fall das Video rein. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.